Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Experte für Apple-Produkte, App-Entwicklung und IT-Full-Service. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz, auf der wir unseren neuen Trainer Peter Nemeth vorstellen wollen. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Peter, hallo und herzlich willkommen zurück in Dresden. Unseren Präsidenten Andreas Ritter begrüße ich hier von auf dem Podium und Ralf Minge. Zu Beginn, Peter muss dann nach der Pressekonferenz direkt zur Mannschaft. Also da wird es keinen abgesetzten O-Ton geben. Ralf Minge und Andreas Ritter bleiben noch hier und stehen selbstverständlich für abgesetzte O-Töne zur Verfügung. Ralf, zu Beginn zu dir. In den sozialen Netzwerken im Internet tobt die Fanseele von Dynamo Dresden. Viele können die Entscheidung über die Freistellung von Stefan Böger nicht nachvollziehen. Vielleicht kannst du ausführlich beschreiben, wie es aus deiner Sicht dazu gekommen ist, warum es am Ende für dich alternativlos war. Ja, erstmal habe ich vollstes Verständnis für die Reaktion der Fans. Ich trage aber hier die Verantwortung und ich bin nicht dafür da, die Außendarstellung zu beurteilen, sondern das Innenleben. Was hier im Verein, was um die Mannschaft herum passiert, nicht das Was ist für uns entscheidend, sondern das Wie. Ich bin bei Weitem auch kein Mensch, der leichtfertig mit Sachen umgeht. Bevor ich Entscheidungen treffe, gehe ich schon mal in mich und habe dann sicherlich auch die ein oder andere schlaflose Nacht und das nicht erst seit 2-3 Wochen. Die letzte Nacht war ähnlich. Insofern ist es sicherlich eine schwere Entscheidung. Mit dem faden Beigeschmack ist es immer, überhaupt keine Frage. Aber es war auch eine Entscheidung aus voller Überzeugung. Es geht hier nicht um Böger oder Minge oder um Böger und Minge. Hier geht es um Dynamo Dresden. Hier geht es um unseren Verein, um die Zukunft und um unser Projekt, was wir im Sommer ausgerufen haben. Vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Trainersuche im letzten Sommer. Ich weiß nicht, wir hatten damals ein informelles Pressegespräch hier drüben, 5 Tage nach dem Abstieg, wo wir, glaube ich, nicht so schlecht vorbereitet waren und unser Projekt mal kurz angerissen haben. Erste wichtigste Entscheidung ist natürlich dann die Trainerentscheidung, die so ein Projekt begleiten soll. Damals eine Konzeption in Form einer PowerPoint-Präsentation mit 23 Seiten erarbeitet. Haben damals 5 Trainergespräche stattgefunden und es waren 4 Fragestellungen, die dieses Thema begleitet haben. Das erste war, was können wir bieten? Damit meine ich jetzt weniger das Geld vertraglich gesehen, sondern was haben wir für Trainingsbedingungen? Was haben wir für ein Funktionsteam? Infrastruktur generell. Die zweite Frage, wie ist unser Weg? Das war ja in den letzten Jahren immer wieder mal in Sackköpfen. Da hat man mehr auf ältere Spieler gesetzt, dann mehr auf Ausländer, dann war es Multikulti. Den Weg haben wir klar definiert, zumindest was die Regel anbelangt, dass wir hier entwicklungsfähige deutsche junge Spieler holen wollen. Daraus leitet sich dann die dritte Fragestellung ab. Wie wollen wir hier arbeiten, um diese jungen Spieler zu entwickeln und voranzubringen? Dieser interdisziplinäre Aspekt, wo Themen ineinander greifen sollen und müssen. Und dann natürlich, wie wollen wir hier miteinander umgehen?
So, das waren diese vier Fragestellungen, die auch über den Saisonverlauf immer wieder Grundlage für Feedbackgespräche waren mit dem Trainer. Am Anfang unter vier Augen, wo ich jedes Gespräch eingeleitet habe mit den Worten: Stefan, ich habe dich geholt. Ich möchte, dass wir gemeinsam hier Erfolg haben. Und da sind wir wieder bei der Was- und Wie-Frage. Es ist nicht der Tabellenplatz oder die drei Niederlagen oder die Punktezahl, die entscheidend ist. Sondern wir haben uns ganz einfach von dem avisierten Weg sukzessive verabschiedet. Muss ich selbstkritisch eingestehen, dass ich in dem Zusammenhang dann eine Fehlentscheidung getroffen habe, was die wichtigste Position im Verein anbelangt, im Rahmen der Mannschaft. Und wenn ich sage, das äußert sich nicht in Tabellenplatz und Punkten, sondern in Entwicklungsprozessen, dann können wir das, glaube ich, alle konstatieren, dass wir hier eine rückläufige Entwicklung haben. Sowohl kollektiv, das war sicherlich nochmal so ein kleines bisschen das Sahnehäufchen am letzten Samstag, wo ich dann am Sonntag das Spiel Bielefeld gegen Duisburg gesehen habe, wo ich ganz einfach feststellen musste, das liegen Lichtjahre im Moment dazwischen, wo wir im September, August, Oktober absolut konkurrenzfähig waren. Der zweite Punkt, natürlich die individuelle Entwicklung. Persönliche Entwicklungspläne haben wir nur bedingt umgesetzt. Gab auch atmosphärische Irritationen, wenn ich an den Marcel Miserius denke, der auch nicht ganz unberechtigt auf Fehlentwicklung hingewiesen hat. Wir müssen auch mal ganz nüchtern konstatieren, dass bei den Leistungstests nach der Rückrunde über die Hälfte der Mannschaft sich signifikant verschlechtert hat. Also alles Problemfelder, die letztendlich jetzt den Ausschlag gegeben haben, diese Entscheidung so zu treffen. Wie gesagt, ich habe für die Kritik vollstes Verständnis. Ich bin trotzdem da, das Innenleben zu beurteilen. Und das korreliert nicht zwingend mit der Außendarstellung, die wir hier vorgefunden haben. Man könnte jetzt noch einzelne Beispiele anfügen, jetzt, was unsere Top-Talente anbelangt. Na, ob jetzt Marvin Stefaniak im Ball Milde, was ist mit Tobi Müller? Wollen wir jetzt nicht zu weit ausholen. Fakt ist eins, wir waren dann an einem Punkt, wo ich sagen musste, wenn ich nicht Teil des Problems bin, kann ich auch nicht Teil der Lösung sein. Ich werde dann auch mit der Mannschaft das Thema kritisch ansprechen. Also ich bin weit davon entfernt, ja, alles auf eine Person abzuladen. Ich hinterfrage mich selbst auch sehr kritisch. Und da gibt es auch durchaus verschiedene Ansätze, wo wir noch uns deutlich verbessern und optimieren können. Also es soll jetzt nicht so sein, dass wir hier einen am Pranger stellen, der den Kopf hinhalten muss. Nein, unsere Kultur ist diese, dass wir uns auch alle selbst hinterfragen. Danke. Ralf, danke dir für den Moment. Herr Ritter, vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht mal beschreiben, wie Sie den Prozess und die Gremien des Vereins in den zurückliegenden Wochen und Monaten begleitet haben. Ja, also ich habe nur die Aufgabe, hier auch noch dazu eine Stellungnahme abzugeben, was ich auch gern tue in meiner Funktion als Präsident. Sie wissen, dass gestern Abend die Aufsichtsratssitzung stattgefunden hat und es war eine Aufsichtsratssitzung, die sich mit dem sportlichen Konzept unseres Vereins befasst hat. Dieser Tagesordnungspunkt stand nicht zum ersten Mal auf der Tagesordnung. Das war also in den vorangegangenen Aufsichtsratssitzungen auch so. Und man hat also auch in den vorangegangenen Sitzungen schon erhebliche Defizite bei unserer sportlichen Entwicklung festgestellt. Das ist so und wir wussten auch, waren informiert jederzeit, dass Ralf Minge dort klärende Gespräche mit dem Trainer und auch mit der Mannschaft bereits geführt hat. Und wir haben uns sicherlich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber gestern wurde dann einstimmig die Entscheidung gefällt, dass also wir uns von unserem Stefan Böger trennen, zumindest ihn erstmal beurlauben.
Das ist sicherlich eine Entscheidung, die erstmal schmerzt, aber wir haben hier mit Ralf Minge einen Fußballfachmann, der uns ein sportliches Konzept vorgelegt hat, was wir alle umsetzen wollen, wo alle Gremien dahinter stehen. Und wir haben also festgestellt, dass wir uns, wie er das bereits gesagt hat, von diesem sportlichen Konzept meilenweit entfernt haben. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ich sage das an der Stelle auch nochmal ganz deutlich, ob wir nun unbedingt aufsteigen wollen oder ob wir Angst haben abzusteigen oder ob wir nun dreimal hintereinander verloren haben. Es ist einfach die Art und Weise, auch wie unsere Mannschaft aufgetreten ist beim letzten Spiel. Und das hat uns also der Überzeugung gebracht, dass der vorgegebene Plan und die Marschrichtung, die wir hier alle haben, nicht umgesetzt wird. Und diesen Prozess beobachten wir kritisch schon eine ganze Weile. Und aus dem Grund ist es dann auch zu diesem Entschluss gekommen. Wir stehen zu der Entscheidung. Es waren also die Aufsichtsräte da, fast alle. Die Gremienvertreter waren da. Und wir stehen deswegen hinter Ralf Minge und seiner Entscheidung, sich von Cheftrainer Böger zu trennen. Und wir wünschen Ihnen natürlich dann auch weiterhin auf dem Weg alles Gute. Ich möchte aber die Gelegenheit nochmal nutzen, um uns auch bei Herrn Böger zu bedanken. Ich glaube, das erfordert der Respekt. Wir haben durch ihn ein paar wunderschöne Spiele hier in unserem Stadion erleben dürfen. Und er hat uns sicherlich am Anfang auch ein Stück weitergebracht. Jetzt ist das nicht mehr so der Fall gewesen. Trotzdem vielen Dank für die geleistete Arbeit. Ihm alles Gute auf dem weiteren Weg. Und das haben wir ihm auch gestern Abend alle schon gesagt. Und wir haben also gesagt, dass wir uns auch beiderseitig mit erhobenen Hauptes trennen. Das hat er auch so akzeptiert. Und ich fand, das war trotz der bedrückenden Situation eine sehr offene und ehrliche Atmosphäre. In diesem Sinne nochmal auch im Namen des Vereins also ein großes Dankeschön für die geleistete Arbeit an Stefan Böger. Danke. Vielen Dank, Herr Ritter. Ralf, nach dem Blick zurück richten wir ihn jetzt nach vorn. Warum ist Peter Nemeth der richtige Trainer zur richtigen Zeit? Also entgegen anderslautender Meldung aus dem Dezember haben wir jetzt nicht eine ellenlange Trainerliste parat gehabt. Das heißt nicht, dass der Peter jetzt im Losverfahren irgendwie auserkoren wurde, sondern wir haben ganz einfach überlegt, was in der jetzigen Situation Sinn macht. Wir brauchten jemanden, wo wir genau wissen, wozu er in der Lage ist, fachlich, von der Kompetenz. Das hat der Peter eindrucksvoll nachgewiesen im letzten Jahr. Mit einer brutalen Arbeitsmoral ist er rangegangen hier. Er kennt das Umfeld, er kennt viele handelnde Personen, gerade im Bereich Funktionsteam. Und das waren schon mal wesentliche Voraussetzungen, ihn überhaupt mal anzusprechen. Wir haben uns dann gestern Nachmittag das erste Mal persönlich getroffen. Ich war auch sehr angetan, wie gut er vorbereitet war. Er war voll im Thema. Er ist sehr analytisch an die Situation rangegangen. Er hat auch direkt schon eigene Gedanken entwickelt, sodass wir ganz einfach der Überzeugung sind, dass der Peter für den Moment die absolut richtige Besetzung ist. Danke, Ralf. Peter, nochmal herzlich willkommen zurück in Dresden. Was hast du dir für die kommenden Monate hier vorgenommen? Erst guten Tag. Ich freue mich auf die Aufgabe bei Dynamo Dresden. Ich freue mich, dass ich mit einer sehr guten Mannschaft arbeiten kann, mit einer sehr gut zusammengestellten Mannschaft. Diese Mannschaft befindet sich momentan in einer schwierigeren Phase und wir müssen alle gemeinsam von dieser Situation rauskommen. Ich lege Wert auf Disziplin, harte Arbeit und Respekt. Wir werden auch in den nächsten Tagen sehr hart arbeiten und wir kommen auch raus von dieser Situation. Und ich freue mich einfach. Ich habe auch gehört, dass in dieser Liga wir können gegen jeden verlieren. Aber ich sage, wir können gegen jeden gewinnen. Und das ist meine Einstellung zu dieser Sache.
Danke dir, Peter. Jetzt ist natürlich Zeit für Ihre und eure Fragen. Isabel wird mit dem Mikrofon rumkommen. Ich bitte Sie um ein kurzes Handzeichen. Wer macht den Anfang? Sven Geißler, Sächsische Zeitung. Vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung. Also das heißt jetzt nicht, dass wir in irgendeiner Form die Saison jetzt mal so abschenken und ausklingen lassen. Wir wollen das Maximale rausholen noch. Das steht an 1 und an 2 werden wir natürlich auch schon den Blick vorausrichten in die neue Saison. Es ist bekannt, dass 15 Spieler auch im nächsten Jahr, die sich jetzt hier befinden, einen Vertrag bei uns haben, sodass wir eine Situation schaffen wollen und müssen, die uns nicht bei Minus anfangen lässt, sondern mindestens bei Null eher wieder stabilisiert. Das sind die zwei Aspekte. So, jetzt aber. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen. Sven Geißler macht den Anfang. Ja, gibt natürlich viele Fragen. Ich fange mal bei dem letzten an. Ralf, du hast gesagt, der Peter Nemeth ist für den Moment der Richtige. Heißt das, er ist die viel zitierte Interimslösung oder wie sieht das Prozedere aus? Und die zweite Frage, wenn er jetzt der Richtige ist, warum war es zum Beispiel im Sommer nicht, als er ja auch schon da war an der Seite von Olaf Janssen und du ihn ja auch schon kanntest? Der Andreas Ritter wird das bestätigen können, dass auch der Peter Nemeth bei uns auf der Agenda stand, dass wir aber in dem Zusammenhang mit dem Abstieg dort zu dem damaligen Zeitpunkt eine kleine Vorbelastung empfunden haben. Also wir haben auch damals schon seine Kompetenzen und seine Arbeitsweise mehr als geschätzt. Zu der Vertragssituation ist es so, dass der Peter einen Vertrag bis zum 30.06. diesen Jahres erhält, wo wir, er als Trainer, wir als Verein, alle Handlungsoptionen offen lassen. Bis dahin, wir werden noch andere Stellen im Verein besetzen müssen im Sommer. Wenn ich jetzt an die U19 denke, der David Bergner verletzt uns. Also es ist jetzt nicht so, dass wir betrachten den Zeitraum erstmal isoliert. Aber wir sind natürlich schon am Gucken, wie die nächsten Wochen verlaufen und warum sollte es nicht sogar in Richtung längerfristige Cheftrainerlösung in Ansatz sein. Weitere Fragen? Tim Schlegel, hier vorne. Um da nochmal ganz konkret nachzufragen, es ist also nicht so, dass es schon vertragliche Optionen gibt bei Aufstieg, Vertragsverlängerung. Nein, wir haben das jetzt erstmal in der Kürze zur Zeit festgezurrt und ich bin dem Peter auch dankbar, dass er geht ja auch ein gewisses Risiko ein mit dieser Konstellation, aber da hatten wir auch gar nicht die Zeit dafür und auch nicht die Nerven, jetzt irgendwelche Absätze zu formulieren, die Wenn-Dann-Strategien beinhalten. Zwei Fragen. Eine nochmal zur Vergangenheit. Interessant war ja, was in den letzten zwei Spielen der Kapitän Christian Fehl eher nicht gesagt hat. Also was man zwischen den Zeilen lesen konnte oder wollte. Also wie waren die Signale zur sportlichen Situation aus der Mannschaft? Und Frage zur Zukunft. Wie wird denn jetzt der Weg zum sportlichen Konzept zurück sein? Also wird es wieder eine sportpsychologische Beratung geben? Wird es einen neuen Fitnesstrainer geben? Also wie kommt man da wieder hin zu dem, was in dem Gespräch dort in dem kleinen Raum vor einem Dreivierteljahr irgendwie gesagt wurde? Grundsätzlich muss man sich frei machen von dem Feedback aus der Mannschaft. Sage ich so, das ist inhomogen, jetzt was die Gemütslage anbelangt. Da gibt es immer diese unzufriedenen Spieler, die vielleicht keine Berücksichtigung finden, die sich missverstanden. Also dann halte ich mich schon zurück, das in meinen Bewertungen mit einfließen zu lassen. Sicher richtig ist, dass Christian Fehl mit seiner hohen Identifikation, auch mit dem Status als aktueller Kapitän, natürlich für mich ein wichtiger Feedbackpartner ist. Ne? Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist jetzt, und das haben die Spieler auch nie versucht, jetzt zu klopfen und zu sagen, Mensch, ich spiele nicht, guck mal, dass du mit dem Trainer was machst. Also das hatte für mich keine Relevanz. Zurück zu der anderen Geschichte.
Ja, Konzept ist klar. Ganz einfach, dass wir jetzt so schnell wie möglich rangehen, diese persönlichen Entwicklungspläne der Spieler wieder zu leben, wieder zu aktivieren. So, und das betrifft eben verschiedene Teilbereiche. Man muss jetzt nicht immer den Sportpsychologen rauskehren. Das ist müßig. Wichtig, allererstes ist wichtig, dass ich das Selbstvertrauen habe. Als Stürmer, wenn ich vor dem Tor stehe, ne? Also technisch-taktischen Aspekte, athletischen Aspekte habe ich angesprochen, ganz wichtiges Kriterium, wo wir eben auch viele Sachen so ein bisschen über einen Kamm geschert haben, ne? Alle stabil zusammen, alle das gleiche Lauftempo, gleiches Kraftprogramm, wo wir hier Leute am Start haben, die ganz einfach die Kompetenz haben, dort individuell einzuwirken und den Prozess der Entwicklung zu beschleunigen. Wir dürfen auch nicht verkennen, dass die Situation natürlich problematisch und kritisch ist. Ja, also wer jetzt glaubt, das ist ein Lichtschalter, den wir bedienen und aus dunkel wird hell, das wird eher nicht passieren. Es gibt Sachen, die Zeit brauchen, um die letztendlich auch wieder aufzuarbeiten. Ja, und Mechanismen, die greifen. Aber der Peter ist einer, der eben gerade in dem Bereich, was das interdisziplinäre Arbeiten anbelangt, das Thema leben möchte und sich auch als partizipativen Mitarbeiter hier darstellt. Jochen Leimert und dann Sven Geißler. Ralf Minge, du hast gesagt, ein Pluspunkt war, er kennt die handelnden Personen im Funktionsteam. Heißt das, er arbeitet mit den Personen, die jetzt in Amt und Würden sind, weiter oder bringt er jemanden mit? Gibt es da Veränderungen? Wir haben neben dem Stefan Böger, dem Cheftrainer, auch den Marco Geppert von seinen Tätigkeiten freigestellt. Wir werden das über andere Ansätze kompensieren. Zum Beispiel wird der Christian Walter jetzt im ersten Schritt ein Stück näher an die Mannschaft drücken. Finden wir auch dahingehend sehr gut, weil ich eigentlich mit dem Christian die komplette Mannschaft zusammengestellt habe. Er dort in Sachen Persönlichkeitsstruktur, Stärken, Schwächen so tief im Thema drin ist wie kein anderer und darüber hinaus auch die dritte Liga wie kein anderer kennt. Also wenn wir dann sagen, okay, wir bereiten uns auf Spiele vor, welche Ansätze lassen wir mit ins Training einfließen, hat er im Moment die höchste Aussagekraft im Verein und deshalb ist das erstmal die logische Konsequenz. Ist natürlich vollkommen klar, dass das Trainerteam von meiner Seite auch die größtmögliche Unterstützung bekommt. Sven Geißler. Nochmal nachgefragt zu der Fitnesstrainer-Geschichte. Der Vertrag mit Marcel Miserius ist ja aufgelöst worden. Wird da jetzt ein neuer eingestellt oder bleibt es bei der Lösung Tobi Lange? Ja, das ist erstmal dazu. Also wir haben letztendlich eine Doppellösung im Moment, also einen Kompromiss, den wir ganz einfach gehen mussten. Das ist einmal der Tobi Lange, der jetzt auch die entsprechenden Weiterbildungen macht in der Umsetzung im Bereich Reha und Fitness-Athletik-Training. Und wir haben mit dem Markus Urban einen, der eher im Hintergrund arbeitet, der aus der Sportwissenschaft kommt, aus der Diagnostik und dort entsprechende Zuarbeiten für das Trainerteam durchführt. Der Lösung bleibt bis zum Saisonende. Jochen Leimert. Dass der Christian Walter dann das Amt des Co-Trainers übernimmt. Ja, wenn man so will, dort behalten wir uns natürlich vor. Ich meine, als Chef-Scout, ne, und ich weiß nicht, wie viel zigtausend der Kilometer der in der Woche macht. Und irgendwann sind wir ja auch wieder dran, die neue Saison entsprechend weiter zu planen und dort auch richtige Entscheidungen vorzubereiten. Dort behalten wir uns sicherlich vor, dass wir dort aus dem näheren Umfeld dann vielleicht noch eine anderweitige Hilfestellung in Anspruch nehmen. Peter, es ist angesprochen worden, dass nach dem Abstieg so eine gewisse Belastung da war. Empfindest du die selber auch oder konntest du das abschütteln? Und ja, wie gehst du im Nachhinein eben mit diesem halben Jahr, was du schon an der Seite von Olaf Janssen hier gearbeitet hast, wie gehst du damit um? Abstieg ist für mich Vergangenheit. Natürlich nach dem Abstieg haben wir alle Schmerz gehabt, aber das ist schon Vergangenheit. Heute ist 17. Februar und ist ein neuer Tag für mich und mich interessiert nicht, was gestern war. Ich habe hier mit Olaf gearbeitet, ich schätze mich Olaf sehr als Mensch, als Trainer.
Aber das ist auch Vergangenheit. Heute ist 17. Februar und das ist für mich Start. Mal anhaken gibt's. Einhaken, gibt es trotzdem irgendwelche Lehren oder Erkenntnisse, die du jetzt gezogen hast aus dieser Erfahrung und die du jetzt auch einbringen kannst in deine Arbeit jetzt als Cheftrainer? Ich kenne Umfeld sehr gut. Ich kenne auch die Mannschaft. Ich habe sehr, sehr viele Spiele gesehen, von Dynamo auf, von anderen Mannschaften in dritter Liga. Und natürlich, ich werde auch meine Erfahrung von Vergangenheit reinbringen und nutzen für meine Arbeit. Tim Schlegel, hier vorne. Peter, was hast du gemacht im letzten halben Jahr? Hast du die Zeit genutzt, um so ein bisschen auf den Fußballplätzen der Welt zu schauen, was da so gerade es Neues gibt, was es für neue Spielsysteme gibt, dich da vielleicht weitergebildet? Ja, ich war sehr viel unterwegs. Ich habe sehr, sehr viele Spiele gesehen, erste, zweite, dritte Liga, Regionalliga. Ich habe auch sehr viele Trainingseinheiten gesehen von anderen Trainern. Ich habe sehr viel gelernt. Und so habe ich mich weiterentwickelt und weitergebildet. Englisch. Ja, gut. Und jetzt letzte habe ich sehr intensiv Englisch gelernt. Das war, weil ich komme aus der Slowakei. Ich konnte nur Russisch lernen. Und jetzt habe ich auch diese Zeit genutzt und ich habe sehr intensiv Englisch gelernt. Weitere Fragen? Jochen Leimertz. Was hat denn Olaf Janssen zur Entscheidung gesagt? Haben Sie schon Kontakt gehabt? Ich habe schon mit Olaf gesprochen. Der freut sich sehr und der hat mich gratuliert. Nochmal konkreter nachgefragt, was werden denn deine ersten Maßnahmen jetzt sein? Wie gehst du an die Mannschaft heran? Hältst du jetzt eine Ansprache? Wie werden die ersten Trainingstage sein? Und ja, welche Veränderungen sind zu erwarten von dir? Ja, mein erster Schritt ist, wie ich schon gesagt habe, rauskommen von dieser schwierigeren Situation. Wir möchten Mannschaft stabilisieren und das sind die ersten Schritte. Erst werde ich mit Mannschaft reden und dann gehen wir auf den Platz. Wirklich nur kurze Ansprache, wir gehen auf Platz und wir werden auf Platz arbeiten. Wir werden nicht zu viel reden, wir werden arbeiten. Tim Schlegel nochmal. Es gab da unterschiedliche Auffassungen, was den bisherigen Vertrag von Peter Nemeth anbetraf. Da gab es Gerüchte, er stünde noch in Lohn und Brot bei Dynamo. Entspricht das den Tatsachen? Nein. Nein. Heute ist sein erster Arbeitstag. Peter, an dich die Frage, wie gehst du mit der Situation um, dass es eben erstmal nur ein sehr befristeter Vertrag ist für ein halbes Jahr? Begreifst du das als Chance oder ist das auch irgendwo eine Belastung? Und Ralf, an dich natürlich die Frage, du hast vorhin ein bisschen so einen kleinen Schlenker drin gehabt, wo man auch raushören konnte, wenn man wollte, dass du zeitgleich auch schon dich umguckst, wer im Sommer hier das Ruder übernehmen könnte. Ist das so und ja, wie geht man mit dieser, ich sag mal, unentschiedenen Situation dann um? Wie ich schon gesagt habe, ich freue mich auf die Aufgabe. Das ist keine Belastung für mich, dass ich nur Vertrag bis Ende der Saison habe. Überhaupt nicht. Und ich freue mich einfach. Ja, im ersten Schritt ist ja vollkommen klar, dass wir hier jede Unterstützung geben, um das Projekt wieder ans Laufen zu bekommen. Das steht ganz klar an eins. Es wird kein aktiver Prozess in den nächsten Wochen stattfinden in Bezug auf Trainersuche, sondern wir konzentrieren uns auf die Sachen, die hier laufen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Thomas Schmidt. Du hast gesagt, du kennst die Mannschaft. Einige hast du ja noch unter dich gehabt. Wirst du
einen neuen Mannschaftsrat zusammenstellen, Kapitän ändern? Wie gehst du mit den Leuten um, die du schon kennst, oder wirst du weiter mit den arbeiten, die jetzt in der Führung sind? Ich habe schon mit Fiello gesprochen. Wir haben wirklich kurz zusammen gesprochen, aber wie ich schon gesagt habe, ich werde erst mit Mannschaft reden und dann, ich glaube, wir haben am Freitag nächste Pressekonferenz, dann können wir über andere Sachen auch reden. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Kurze Informationen noch. Das Training findet aller Voraussicht nach um 15 Uhr im Großen Garten statt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Thank you.